Viel Vergnügen, Millennia, live auf Twitch, ich zeichne auch für YouTube, ein Palast bauen. Jetzt einmal Government, einmal Palast produzieren, einmal draufsetzen. Oh, den setzt man nicht als Modernisierung, den setzt man in einer Stadt. Ja, wir setzen ihn in Sparta, das ist die große und tollste Stadt, die wir haben. Sieht man denn auch im Spiel? Seht ihr den? Sehen kann ich ihn gerade nicht. Und was bringt der Palast uns jetzt hier an Erträgen? Da ist der Palast, schaut mal unten rechts. 3 Gouverneurspunkte, 3 Government Points und 4 Influence. Mehr schnellere Ausdehnung der Grenzen und vor allem die 3 Government Points. Die sind ja mega cool. Damit haben wir jetzt plus 8 Governance Punkte pro Runde. Wir können viel, viel schneller alles Mögliche integrieren und tun. 8 pro Runde, super cool. Damit können wir arbeiten. Eine Runde weiter, ne? 18 Improvement Points haben wir. Ja, wir werden mit Claim Territory uns hier vorne das Eisen holen. Wir schauen uns mal an, ob in Theben was Neues passiert ist. Nein. Eben hat mittlerweile 6 Bürger. In Theben entsteht ein Workcamp für die Produktion und wir arbeiten die Leute. Fischerboote wollten wir die eigentlich nicht mehr arbeiten lassen. Wir haben immer noch keine Produktion in der Stadt. Wir können ja nichts an Produktion generieren. Das ist echt saudoof, ne? Wir können hier nachher vielleicht Eisen hinschicken oder Kohle hinschicken, damit die Stadt überhaupt Produktion bekommt. Von der Hauptstadt aus. Das könnten wir machen. Sollen wir hier die Produktionskette mal zu Ende machen? Wir hatten ja so einen Plan gehabt. Erinnert ihr euch? Es dauert es 3 Runden bis zum nächsten Bürger. Aber nochmal ein Produktionsboost hier. Mittlerweile 22 Produktionen hier. Kann allerdings auch ein Überschuss von irgendwas drin sein. Wie sind die Bürger verteilt? Den nächsten würde ich gerne noch mitnehmen. So sind es 4 Runden, weil er hier abgezogen wird. Den sperren wir ein. Wir nehmen noch 2 Nahrung hier rein. Ah, wir haben keinen da. Der muss weg. Jetzt in 3 Runden. So in 2 Runden. Das machen wir einmal für 2 Runden, damit wir auf den 15. Bürger kommen. Ja? Und weiter. Ja, hier unten könnten wir Modernisierung reparieren, aber die sind alle irgendwie uninteressant. Die Fischerboote finden wir eh nicht so cool. Wohnraum brauchen wir noch nicht, aber Wohnraum wird, glaube ich, so erfüllt. Könnten wir jetzt schon einmal reparieren. Und eine Runde weiter. So, und hier in Stockholm, Angriffe auf die Hauptstadt. Ich habe die mit Absicht so ein bisschen hier rum platziert. Einmal hier. Das ist die Kerngruppe, das sind die Spartiaten, die knacken die Mauer. Kühnen schon mal die ersten Milizionäre hier. Ein Milizionär bleibt übrig, dafür haben wir die Kollegen hier vorne. Selbe Frage wie eben, oder gleiche Frage wie eben, nicht selber. Wollen wir Stockholm vernichten? Ja, nein, diesmal denke ich eigentlich, glaube ich, gar nicht drüber nach. Denn die Stadt steht so doof. Hier ist nur Wüste drumherum. In Wüste kann man echt lange Zeit im Spiel nichts machen. Irgendwann schon, ihr könnt euch ja vorstellen, dass es im Late Game eine wichtige Ressource gibt, die man primär in Wüsten findet, muss ich euch nicht erzählen. Insofern ist es eigentlich schon schön, wenn man Wüstenfelder innerhalb des Territoriums hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass genau dort das spawnt, was man braucht, hoch ist, aber bis dahin kommen wir ja nicht.
und alles ja drumherum ist langweilig. In Regenwälder und Wälder ist am Anfang kaum Expansion. Ich könnte mir sogar eher vorstellen, einen Siedler gleich nochmal zu erzeugen, der hier eine Stadt hinsetzt. An einem günstigeren Standpunkt oder hier runter zu bauen oder so, aber die ist so doof hier. Sehe ich überhaupt nicht ein hier. Einmal zerstören, einmal Geld, zwei Bürger in Sparta. Oh, nochmal zwei Bürger in Sparta. Boah, jetzt sehen wir, jetzt müssen wir nochmal oben puzzeln in Sparta. Jetzt haben wir dort 16 Bürger. Wir sind am Population Limit. Müssen das Regionslevel vergrößern und das Regionslevel ist aber schon, schaut mal hier rechts, auf Level 3. Das ist, glaube ich, eins mehr als zwei als hier. Und das ist größer geworden, glaube ich, durch den Palast, ne? Aber mehr als 16 scheint hier trotzdem nicht zu gehen. Mehr als 16 geht nicht. Das heißt, Level 2 sagt, die Stadt darf nicht mehr als 10 Bürger haben. Level 3 sagt nicht mehr als... Der 16. wird sogar wieder verschwinden, ne? Weiß man nicht. Sanitätsprobleme. Das ist aber nicht so schlimm, Krisenzeitalter. Es geht eh nur um das Age of Kings. Neues Bedürfnis, Luxuswaren freigeschaltet. Von wegen Education. Und wir haben keine Luxuswaren hier. Der 16. Bürger, der letzte, verbraucht einmal Luxuswaren hier. Nein, bitte keinen Vorschlag machen. Nicht spoilern, Gaius, bitte nicht. Also ich kenne das Spiel gut, ich habe es viel und lange gespielt und mir fällt es von alleine gleich auch wieder ein. Lieber selber drauf kommen. Und dann gehen wir hier hin und verteilen die Bürger noch ein bisschen um. Und da wir eh nicht weiterkommen können, wir können nachher das Regionenlimit natürlich erhöhen durch bestimmte Gebäude, die man bauen kann oder irgendwo durch kann man das erhöhen. Man kann... Da ist es. Das Aquädukt. Ein Regionenlevel erhöht. Wenn wir das gebaut haben, können wir auch mehr Bürger hier unterbringen. Problem ist, die Luxuswaren, die können wir im Augenblick noch nicht dazu bekommen. Da gibt es noch nichts, wie man das Problem lösen kann. Das kommt erst später. Und ich glaube, die Luxusgüter werden uns auch nicht gebracht über unsere Regierungsform. Als Basis hier. Schaut mal bitte hinter mich. Nee, Luxusgüter haben wir keine Erträge. Das heißt, wir müssen die Leute immer so, so ein bisschen mitfüttern über darüber, dass woanders gut läuft. Wir haben dann gar nicht so viel davon irgendwie, ne? Würde ich gar nicht unbedingt machen. Also 17 wäre okay. Aquädukt bauen, haben wir auch mehr sanitäre Versorgung. Das hilft ja auch ein Stück, können wir machen. Aber viel weiter hilft es uns nicht. Handel betreiben geht nicht, weil wir Luxusgüter... können wir nicht bekommen von anderen Leuten, weil die sind ja in derselben Zeit wie wir oder so. Also ich glaube nicht, dass ein KI-Herrscher schon ein weiteres Zeitalter, im nächsten Zeitalter dann Luxusgüter, ich glaube, die sind noch nicht so weit. So, wir haben 10 Leute, 10 Improvement Points, dies, hier unten alles erobert. Wir könnten uns nochmal zwei Bürger hinzu ergaunern, indem wir noch einen Stadtstaat platt machen. Aber welcher soll das sein? Uppsala. Begrüßt mal Nerd-Zeitalter freundlich. Das ist das Einzige, was mir hier auffällt. Wir könnten Uppsala auch noch platt machen. Für noch einmal 100 Gold und noch einmal zwei Bürger in Sparta. Von denen dann einige unglücklich sind mit den Luxusgütern, können wir aber ausgleichen, können wir machen. Wir ziehen mit allen wieder rauf. Wir könnten auch einen Krieg führen gegen die Perser, aber... die sind technologisch eventuell schon weiter als wir, weil wir im Augenblick so alles zusammengeräubert haben. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen, weil... Für dich, ich würde es nicht machen. Ich würde erstmal alles ausbauen, ja, weil je mehr Städte, wir müssen auch die Städte nicht nur erobern, sondern wir müssen auch was davon haben irgendwie. Hallo Nerdzeitalter, Grüße an dich und deine Leute. Also ich habe, ja, also Gaius, nach meinen Spielerfahrungen ist das so, dass man im dritten Zeitalter noch
keine Luxusgüter bauen kann, weil hier kein Gebäude, die Gebäude, die man in einem Zeitalter freischalten kann, die sind im Baumenü schon mal aufgeführt. Also alle ausgegrauten Gebäude sind die Gebäude, die man noch nicht gebaut, die man noch nicht bauen kann, weil man die Forschung noch nicht erholt hat, die aber spätestens in diesem Zeitalter erforschbar und dadurch baubar wären. Die sind hier grau aufgeführt. Und da sind hier keine dabei. Also ich glaube, mich daran erinnern zu können, was das erste Gebäude ist, und das kommt erst später. Hier noch ein bisschen versuchen zu erkunden und Barbarencamps platt machen und Beute machen. Man kann auch dadurch coole Events bekommen, dass man einfach Barbarencamps ausräuchert. Lass uns das mal machen. Und den benutzen wir als Scout dabei. Okay? Wir haben mittlerweile 200 Deckel an den Punkten und können freischalten. Das ist eine extra Maßnahme, mit der man im freundlichen Territorium Einheiten heilen kann durch diese Punkte. Das heißt, dass alle unsere Städte, nicht die Hauptstadt, alle unsere Städte höhere Lebenspunkte haben und sich besser verteidigen können. Und das bedeutet, dass alle Einheiten, die irgendetwas bewachen, also die irgendwo stehen und angegriffen werden, geringfügig defensiv stärker sind, aber minimal hier. Was das bringt, das ist erst viel später im Spiel. Das bringt im Augenblick gar nichts, würde ich im Augenblick... Achso, Gaius fragt, ja, gegenüber dir schon. Also viel... haben die, ich weiß nicht, ob das in den Entwicklertagebüchern drin steht. Wenn ja, darf ich das erzählen? Wenn nicht, nein. Ich guck mal nach und weiß und erkläre es beim nächsten Stream. Ich muss mal die Entwicklertagebücher querlesen, was da alles schon erklärt ist, damit ich nichts spoilere, was ich nicht spoilern darf. Ja? Lass uns mal eine von den beiden Sachen freischalten, Städte ein bisschen besser verteidigen, das ist mal das Wichtigste. Da können wir auch gleich das nächste schon machen. Wir können Städte erweitern, das würde ich jetzt gerne machen, damit wir ein höheres Level haben. Wenn wir Marathon erweitern auf das Level 2, dann können wir diese Stadt spezialisieren und dafür sorgen, dass sie zum Beispiel mehr Nahrung erzeugt. Ich zeige euch das mal. 25 Punkte hier rein. Und wir bekommen erstmal Geld für jede Modernisierung, die neben einem Weiler steht. Und dadurch, dass das jetzt auf Level 2 ist, können wir der Stadt auch eine Spezialisierung geben. Das sind die vier, die es im Spiel gibt. Das ist jeweils erklärt. Also wenn daneben jetzt, wenn wir hier Farming Town nehmen und daneben haben wir hier eine Farm und da eine Farm, dann erzeugt jede Farm extra Nahrung. Hätten wir drumherum viele Sägemühlen, würden die extra Produktion generieren. Hätten wir viele Minen daneben, dann ebenfalls. Und hätten wir, das ist eine Küstenstadt, und daneben würden viele Fischerboot-Modernisierung stehen, würde es extra Wohlstand geben. Hier vorne, die Spezialisierung kann man jederzeit ändern. Das ist keine Wahl auf Dauer. Wir haben hier zwei Farmen daneben gehen. Schaut mal, wie viel Nahrung hier produziert wird. Im Augenblick ist es 37. Wir suchen uns das hier mal aus. Jetzt ist es 41. Also zwei mehr pro Farm. Das war jetzt nicht so sensationell, aber warum soll man das nicht machen? Und es könnte sein, dass auch mehr Einfluss generiert wird, da bin ich mir aber nicht sicher. Eine Runde weiter. Das sind die Luxusgüter, über die ich gerade geredet habe. Das ist das neue Bedürfnis halt hier. Ach, jetzt kann ich auch spoilern. Also zum einen gibt es Güter. Bestimmte Plantagen erzeugen Luxusgüter. Vielleicht sogar jetzt schon. Gucken wir uns gleich mal an. Und es gibt auch Gebäude. Bücher können die herstellen. Und genau. Ah, das ist ja cool. Luxus, das ist eine Sonderregel für Luxusgüter. Luxus, die Versorgung mit Luxusgütern kann nie unter 100% sinken, weil es ja von der Immersion hier nur
eine Bonussache ist. Luxus braucht man nicht. Das heißt, es ist das einzige Bedürfnis, das nicht dafür sorgt, dass, also wenn ihr das Bedürfnis übererfüllt, gibt es mehr Stadtwachstum. Das wird auch mit eingerechnet in diese durchschnittliche Versorgung in den Städten, wie die Bedürfnisse befriedigt worden sind. Das ist halt nur ein Durchschnittswert. Wenn wir hier extra Luxusgüter haben, dann kann das bis zu 200% steigen. Das kann dann ausgleichen, dass woanders mal zu wenig produziert wird. Das kann so indirekt zum Stadtwachstum beitragen dann halt. Ja. Aber das bremst uns in dieser Epoche nicht aus. Mit anderen Worten, wir gehen rüber unter Ober- und Uppsala. Kann ja nichts passieren. Das nächste Bedürfnis sollte eigentlich Education sein. Und davon haben wir einen kleinen Basisertrag. Das heißt, das hier ignorieren. Oder wir nehmen, machen ein paar Barbarencamps platt und holen uns hier irgendwelche Belohnungen ab. Das können wir auch machen. Wir haben schon sehr viel Chaos hier oben. Einmal hier drauf. Prima. Mit dem Speer dazwischen ziehen und gucken, dass man ein bisschen gucken kann. 3er Reichweite. Eine Region, die nichts zu tun hat, das ist Leonidas, unsere zweite Stadt. Tempel wurde gebaut, ein Kulturpunkt, ein Wissenspunkt mehr. Council wäre schnell gebaut, nochmal ein weiterer Wissenschaftspunkt, schnellere Forschung. Upgrade zum Monument, ein deutlicher Einflussboost, damit die Stadt ihre Grenzen weiter ausdehnt. Ein Kran würde einen Improvement Point mehr geben. Und das hier vorne würde nochmal einen Exploration Punkt geben, dass man Geländefelder schneller dazu kaufen kann. Ich fange damit mal an. Ich fange mit dem Wissenschaftspunkt an. Eine Runde weiter. Wissenschaft hinken wir nämlich durchaus hinterher. Mittlerweile haben wir 20 Improvement Points. Wir hatten ja oben einen Plan. Den schließen wir noch ab. Wir haben 3 Sägewerke hier oben. Und ich wollte noch ein dazwischen, können wir hier vorne hinsetzen, eine Sägemühle bauen, die diese 3 Bretter umbaut und oder Bretter, ich sag immer, Baumstämme umbaut und daraus Balken macht oder Bauholz macht hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch genutzt wird schon. Da ist die Sägemühle, wird sofort genutzt. Produktion plus 20. Wir hatten eben schon mal mehr, aber das war ein Überschuss. 2 Runden der nächste Bürger. Alles gut so, ne? Hier fehlt ein Holz. Das funktioniert nicht mit dem Balken. Ein Holz fehlt. 3 Holz brauchen die. Den packen wir hier oben rein. Und jetzt Produktion bei plus 23. Sehr schön. Ohne den Überschuss, den wir sonst hatten. Sanitäre Versorgung, um die zu steigern, müssen wir noch einmal einen Abfalllaufen bauen. Am besten auch noch einen Bürger reinschicken. Hier ist Grasland drin. So haben wir auch 2 Bürger und nochmal einen Produktionspunkt mehr. Okay, und nochmal eine Runde weiter. Die Warenketten sind echt cool. Das habe ich ja von Beginn an erzählt. Danke an Black Panther, Matthias. Wie viel mir das Spiel deshalb Spaß macht. Jetzt versteht ihr besser, warum ich so viel Zeit mit dem Spiel in den letzten Monaten verbracht habe. So funktioniert der Handel. Wir bauen einen Markt in einer unserer Regionen. Der hat einen Importslot fürs Ausland. Also eben hatten wir schon gesehen, es gibt Exporthandel. Der Binnenhandel ist Export. Man baut in einer eigenen Stadt ein Gebäude, in dem man einen Slot hat, wo man eine Ware reinpacken kann. Die wird dann rüber gebeamt in eine Zielstadt innerhalb des eigenen Reiches. Und mit Geld handeln funktioniert es dagegen beim Import mit dem Ausland. Ja, das heißt, dann baut man auch einen Markt bei sich selber hin und dann kann man sich eine Ware wünschen aus dem Ausland und bekommt und zahlt dafür Geld halt. Ne? Und das sind die beiden einzigen Möglichkeiten halt, die wir hier haben. Und das geht nicht, wenn man im Krieg ist oder friedlich ist mit einer Nation, dann funktioniert das nicht.
So, ich mache noch schnell etwas Beute. Kriegen wir das in einer Runde eingenommen? Anscheinend ja. Naja. Belohnung, 20 Produktionen in Theben oder wir bekommen ein Pikenier. Eine Einheit des dieses oder des nächsten Zeitalters, dieses Upgrade für einen Speerkämpfer. Und plus 10k aus, wir nehmen natürlich die Produktion in Theben mit. Theben hat extreme Produktionsprobleme. Und jetzt ist das Workcamp fast fertig und fast 20% mehr hier. Lass uns hier mal uns ein bisschen vorarbeiten. Das ist Eisenvorkommen, das wir brauchen. Und das ist der Speer. Und der soll natürlich auch nicht sterben. Den lasse ich hier mal stehen für eine Runde. Ich halte 3er Abstand. In Sparta wurde gebaut der Markt. Und jetzt kann ich euch ja zeigen, wie das mit dem Handel funktioniert. Ich glaube, das ist hier vorne. Hier ist jetzt... Ich muss mich mal wieder... Es ist... Ja. Ihr kennt ja meine Kritik am User-Interface. Ihr bekommt mit, wie ich mich für das Spiel begeistere. Aber... Das hätte man, das muss man noch anders lösen. Das ist so klein und fitzelig hier, ne? Also hier klickt man drauf und dann kann man einmal sagen, dass man Trade Goods einkauft, also eine generische Ware. Und die, das ist also nicht ein bestimmtes Gut aus dem Ausland, sondern nur das Gut, was anders geht nicht. Die importiert man und man zahlt dafür, glaube ich, 8 Gold oder so, ne? Und bekommt dafür eine Kultur. Mal schauen, ob wir 8 Gold weniger haben. Steht da noch nicht. Ich glaube, das ist 8 Gold weniger. Also es ist schon eine teure Geschichte, die man sich leisten können muss. Ich weiß nicht mehr genau. Kann man das mittlerweile rausnehmen und wieder deaktivieren? Ach, kann man nicht. Mach mich nicht fertig hier. Ja, jetzt haben wir es rausbekommen. Wie viel Geldüberschuss haben wir jetzt? Plus 21. Plus 13. 8 Gold. Ist schon was, dass man sich das überlegen muss. Statt 5 Kultur jetzt 6. Dann spart da bitte das nächste Gebäude. Das Aquädukt könnte man bauen, damit die Stadt schön weiter wachsen kann. René, vielen Dank. Das erste Mal, dass du was verschenkst. Danke dir. Lieben Dank. Beschenkt wurde Sianna Prime. Aquädukt könnten wir bauen. Plaza. Ein Artis-Gebäude, ein Kriegspunkt. Stores, Regionenlevel 3 ist die Voraussetzung dafür. Aquädukt, ein Regionenlevel mehr. Einmal bauen. Wie schnell das mit der Produktion jetzt läuft hier. Eine Runde weiter. Ja,